Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ach ja, wir hatten ja hier ein bisschen was hingelegt. Zu Skyrim. Und zwar... Ah, schön. Schön sieht's hier aus. Lange nicht mehr gespielt und daher wieder ein bisschen geflasht. Von der doch so recht schönen Grafik, dem schönen Ausblick und so weiter und so fort. Gut, wir haben beim letzten Mal, soweit ich es richtig in Erinnerung hatte, die Cidna-Mine, diese Mission da abgeschlossen. Und jetzt wäre natürlich sehr interessant, das Haus des Schreckens weiterzumachen. Und ich denke, das machen wir auch als nächstes. Dann aber wird es endlich mal wieder Zeit für ein bisschen Story, für die Hauptquest. Und ja, das machen wir danach. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wo müssen wir hin? Bruchturmschanze, das sagt mir sogar was. Wir reisen mal schnell zu den gespaltenen Türmen. Und da sind wir. Wir ducken uns mal lieber gleich. Können wir eigentlich hier auch klauen? Nein, dich können wir nicht beklauen. Okay, dann nehmen wir mal den Bogen wieder raus. Und dann müssen wir uns mal auf den Weg machen. Irgendwo da hinten ist es. Aber es ist, glaube ich, schon echt wieder ein paar Wochen, wenn nicht schon mehr, her, seit ich Skyrim das letzte Mal gespielt habe. Neuer. Oh, oh, oh. Okay, ich glaube, den treffen wir nicht mehr. Treffen wir den Schmetterling? Komm schon! Als ich noch jung war, habe ich meinen Vater auf Jagdausflügen nach Morrowind begleitet. Ich habe ihn getötet. Wir waren ein ausgezeichneter Z. Als ich noch vertreibe. Ich bin so brutal. Es tut mir leid, Leute. An alle Schmetterlingliebhaber unter euch. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das funktioniert. Sieh mal einer an. Eine kleine, kleine Burg. Mit ein paar Leuten drauf. Und ich glaube, die sind nicht friedlich. Schuss. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben hier einen Vorteil. Ich glaube, gesehen haben sie uns noch nicht so richtig. Ups, was war das? Aber ich rutsche runter. Lass mich hier wieder rauf. Schleichen verbessert, yay. Aber wir rutschen dem Tod immer näher. Ah, Mist, der war auch scheiße. Irgendwie treffen wir die schon, oder? Wir fallen hier einfach runter. Oh! Ach, du geile Scheiße. Was für ein guter Schuss. Musste ja irgendwann mal kommen. Jetzt sehe ich im Moment keinen mehr, aber ich habe genau gesehen, dass da zwei Leute waren. Im Moment da, oder? Mist. Aber da hättest du jetzt weiterlaufen können, mein Fräulein. Der hat aber getroffen, oder? Ich glaube, wir haben einen guten Heimvorteil hier. Nein, nicht Heimvorteil, aber... Oh, der hat getroffen. Ich bewege mich übrigens nicht. Ich falle hier einfach runter. Komm her, du Feigling. Da ist er. Habe ich doch gesehen, dass sich der rote Punkt bewegt hat. Verdammt nochmal. Ist aber auch nicht leicht, hier zu treffen. Habe ich hier gerade einen Schatten gesehen? Ich glaube nicht. Kommen wir hier irgendwie auf den Turm rauf? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre natürlich auch ziemlich cool, wenn wir da einfach rauf könnten. Aber ich glaube, so weit können wir dann doch nicht springen. Wobei wir ja diesen Wirbelwind-Sprint schon haben mittlerweile, oder? Oder? Wirbelwind-Sprint.
Es hat geklappt. Wir sind drauf. Wir sind drauf. Ich weiß nur nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Können die hier überhaupt drauf kommen? Gibt es hier einen Eingang? Nee, oder? Bin ich jetzt blind? Die haben einen Turm gebaut, wo niemand drauf kann. Oh Gott. Ich kann ganz schön weit springen. Oh, da unten sind sie. Nee, oder das ist Mjoll, die da unten langläuft. War das Mjoll? Mjoll. Ich versuche sie mal so ein bisschen herzulocken. Ja, doch. Hier irgendwo ist jemand. Ich bin mir nur nicht sicher, wo. Also hier war irgendwo ein Gegner. Ich schieße einfach mal hin. Oh doch. Da, ich sehe. Mist. Ich glaube, jetzt. Noch nicht. Oh doch, jetzt haben wir sogar getroffen. Das ist gut. Bleibt da ruhig. Ach, verdammt. Bloß nicht runterfallen. Ich habe eine Idee. Wir nehmen vielleicht mal diese Feuerbälle. Die sind ja ein bisschen großflächiger. Und hier oben kann sowieso niemand was anhaben, oder? Ich speichere mal aber trotzdem zur Sicherheit. Und wir sind wieder versteckt. Na, der hat doch getroffen. Der hat doch super getroffen. Wo ist er hin? Da unten läuft jemand. Autsch. Der war scheiße von mir. Hm. Was für ein Gemetzel. Du hast keine Chance. Selbst wenn du mich hier triffst. Ach, Mist, schon wieder, Mensch. Okay, komm, Feuertronarch. Ich habe keine Magie mehr. Ist ja wunderbar. Wir hätten uns vielleicht einfach ins Getümmel stürzen sollen, oder Leute? Das wäre wahrscheinlich effektiver gewesen. Ah. Aber wie kommen wir jetzt hier geschickt wieder runter? Lasst uns das lieber machen, bevor es zu spät ist. Ihr seid so gut wie tot. Mjoll, warst du das? Ich hoffe. Sonst macht mir das Ganze hier ein wenig Angst. Wenn die hier mir den Tod wünschen. Ich bin noch ein lieber Junge. So, okay. Feueratronarch. Hops. Sehr gut, hat geklappt. Feueratronarch beschworen. Oh Gott, das reicht gar nicht mehr für die Waffen. Na gut, nehmen wir die hier. Ist ja auch egal. Und dann mal los. Wo seid ihr? Okay, hier ist niemand. Ich... Da unten. Da unten. Dann los, komm, mit einem doppelten Feuerball. Reicht noch nicht, okay. Jetzt aber. Sehr gut. Das müsste ordentlich was abgezogen haben. Und jetzt nehmen wir einfach unsere Waffen. Und stürmen drauf los. Ist sie da reingelaufen? Komm raus und trau dich. Komm her. Du alles Weib. Okay, die hätten wir. Feuertronach? Oder wer ballert hier? Okay, Moment. Falsche Taste. Ein bisschen Gold. Das ist gut. Und jetzt sollten wir uns vielleicht heilen. Aber ich glaube, das war schon der schlimmste Gegner. Da oben. Okay, Moment. Wir greifen mit Feuerblitzen an. Oh, der ging voll daneben.
Okay, mit Feuerblitzen können wir irgendwie nicht allzu viel erreichen. Mjoll, warte auf mich. Ich muss mir bloß einen höheren Punkt suchen, wo ich da raufschießen kann. Hier vielleicht. Da bist du. Friss das. Friss das. Mal sehen, wer stärker ist. Feuer oder Bogen. Bisher sieht es gar nicht schlecht aus. Okay, ich habe keine Magie mehr zur Verfügung. Okay, dann halt mit dem Bogen. Hab ich gesehen. Getroffen. Getroffen. Warum ist nicht getroffen? Der auch nicht. Nicht genug gespannt war der Bogen, glaube ich. Bleibst du wohl stehen. Also der beste Bogenschütze werde ich, glaube ich, in diesem Spiel hier nicht mehr. Ist mir einfach zu schnell hier alles. Manchmal treffe ich, okay? Und in diesem Duell sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Auf dich zu heilen! Soll dieses Duell hier niemals enden? Verdammt. Jetzt aber. Wir haben's. Mjoll, ich hab dich gerettet. Außer ich hab dich aus Versehen selbst getötet wieder. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, die passiert sein könnte. Wir nehmen... Ach, wir behalten einfach den Bogen. Und schleichen... Wow! Was zum... Was zum Teufel ist das denn hier? Wie geil. Wie geil. Dich hatten wir schon. Dann gehen wir in die Bruchturmschanze. Erst ihr, dann der Rest von Reach. Oh Mist. Oh Mist. Ich werde das Gefühl nicht los. Okay, okay, okay. Psch. Ich würde sagen, hier an dieser spannenden Stelle machen wir im nächsten Mal weiter. Beim nächsten Mal weiter. Im nächsten Mal? Keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Bis dahin. Tschüss.